Seid gegrüßt und willkommen zum ersten Vlog des Urlaubs. Jawohl, der findet nur doch nicht auf Bali statt oder in Bali, wie auch immer, sondern... Wieder etwas lauter. Er findet doch nicht in Indonesien statt, sondern 14 Tage Dresden. Ibis. Und hier ist immer das Frühstück. Das Geld hat nicht gereicht, ihr habt zu wenig Merch gekauft. Komm, obwohl ihr 55% hast. So, jetzt geht's los nach München. Wir sind gefühlt, also geschätzt, in 2,5 Tagen in Bali in unserem Hotel. Eine lange Reise steht bevor. So, kurzer Zwischenstopp in Leipzig. Das erste Umsteigen von ICE zu ICE. Und es gibt feinstes Huhn! Pues entonces tienes que esperar por lo menos 2 años. Por lo menos 2 años antes de que te publiquen. Ich hasse München. Statement zu den Taxigesellschaften hier. Das ist das allerletzte, wirklich, Freunde. Wir hatten echt Glück, sag ich mal, also, dass wir jetzt hier sind. Man ruft in München, ja, wo man denkt, es ist eine fortschrittliche Großstadt, ruft man einfach ein Taxi an und sagt, mindestens 3/4 Stunde. Und das wird richtig teuer, haben sie auch noch gesagt. Nee, jedenfalls hat man zum Glück einen richtigen Bus bekommen und sind jetzt hier da, es ist 11:45. Und das ist unser mageres Zimmer für 111 Euro. Geil. 1, 1, 1. Alter, Alter. Was? Scheiß Haus und Dusche in einem. Oh Junge. Oh nee. Du, lass mich bitte. Nee. Feinste Speisen zu später Stunde. Mmm, das schmeckt. Also ich muss wirklich sagen, das Basilikum ist wirklich außergewöhnlich groß gewachsen. Der nächste Morgen ist angebrochen. Das ist nicht dein Ernst. Das lädst du auf keinen Fall hoch. Wie bitte? Ob man auch mal ein bisschen Privatsphäre in diesem magischen Leben hat eigentlich. Nein. Nee, was ich euch eigentlich sagen wollte ist, komm on, komm on, komm on! Das ist der Beginn eines grauenvollen Urlaubs, Alter. Oh. Scheiße. Ah, das ist doch alles ganz... Oh Junge, das ist einfach Qualität, Freunde. Das ist Qualität. Link in der Beschreibung. Es ist ja wirklich alles noch ganz... Oh, das ist geil. Und ich habe schon Angst gehabt, das jetzt rumzudrehen. Nice. Na gut, das ist sowieso schon... Nice. Schön. Das schmeckt. Wir sind jetzt hier im Flughafen. Merkt euch mal diesen abgemagerten Anblick hier, was das Gebäude angeht, und vergleicht es dann mal mit der Erscheinung in Katar. Mehr Wasser. Junge, 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 wenn ich das sehe, wäre ich richtig sauer. So, für 11,40 Euro gibt es jetzt eine Currywurst mit Kartoffelecken. Und die fragen dann noch, wollen Sie Currypulver da drauf? Nee. Ganz entspannt, Tiberius. Also ich bevorzuge nach wie vor den Masthof. Junge, Junge, Junge. Die Fanta für 3,60. Nee, da regt sich der Ossi auf. Und es ist auch richtig und wichtig, dass man sich über die Flughafenpreise aufregt. Wenn man nämlich alles stillschweigend akzeptiert, wird sich nie was ändern. Aber so wird sich trotzdem auch nie was ändern. Gamel. Wir sind jetzt im Flugzeug. Die Flugangst ist zum Glück nicht so schlimm wie früher. Hallo. Guckt euch mal das Wetter hier an. Magere Münchner Regenwetter. So, jetzt geht's von hier nach hier. Ich hoffe, wir kommen an. Das ist wirklich sehr niedlich, Alter. Wie bitte? Das ist sehr niedlich, wirklich, die Angst. Wie bitte? Die Angst ist wirklich sehr süß. Bitte, bitte. Lauter. Mama. Das gute Leben im Flugzeug, wenigstens geht hier alles auf den Nacken der Airline. Das macht mich geil. Feines Heineken. Die gute Frau hat einen, wie heißt das? Tomatensaft bestellt und am Ende kommt ein Orangensaft dabei raus.
fertig. Die Nudeln sind fertig. Es gibt feinstes Wasser in winzigen Flaschen. Also sie schmecken. Oh. Könnte man ja fast meinen, wir lieben uns. Aber so fest. Junge, das hat geknallt. So, wir sind jetzt hier in Katar im Flughafen und das ist wirklich eine ganz andere Welt als in Deutschland. Deutschland, beziehungsweise wir halten uns für so hochentwickelt, aber dieser Flughafen hier, der zeigt mal wieder, dass wir das absolut nicht sind. Und wir sind jetzt 5 Stunden geflogen, von München bis hierher. Und werden jetzt 2 Stunden Aufenthalt haben und dann nochmal 10 Stunden fliegen von hier bis nach Den Pasar. Bock habe ich keinen drauf, aber ich gebe jetzt mir das miese Essen. Ich habe mir zu viele Vlogs von Casey Neistat angesehen, Alter. Ich bin jetzt locker 200 Meter gelaufen, um diese Zähne zu drehen. Ich kriege hier noch eine Vollmeise. Und das verdammte WLAN geht nie, Alter. Scheiß auf die Architektur, wenn's WLAN nie geht. Jawohl, schon das erste fremde Geld. Was haben wir hier? Ein Burger mit einer Fanta und Pommes. Das sind umgerechnet 20 Euro. Da bin ich schon mal gespannt. Also jeder Ossi rotiert hier, glaube ich, mächtig, wenn er diesen Preis hört. Rückt die Geheimformel raus! So, der zweite Flug bricht jetzt an. Ich melde mich aber erst wieder, wenn wir auf indonesischem Boden sind. Ich habe leider diesmal kein Fenster, sondern einen Gangplatz. Also kann euch das Ganze nicht filmen, ohne hier fremde Leute zu belästigen. Ist auch nicht sehr spektakulär, jedenfalls. 10 Stunden Flug. Die Reise war sehr lang, aber hier wird man auf jeden Fall schön willkommen geheißen. Es ist sehr warm, sehr schwül. Ich hoffe, wir kriegen unser Gepäck zeitnah. Nerven. Nee, es geht eigentlich. Die liegen gar nicht mehr so blank. Aber wir wollen dringend ins Hotel. Es ist jetzt hier 12 Uhr noch was mittags und ich habe keine Ahnung. Nee, wie spät? 18 Uhr. 18. Also schön, bei uns in der Heimat ist es um 12. Hier ist es jetzt 18 Uhr. Wir sind jetzt Immigranten. Grüße gehen raus an Gamel. Auf den Toiletten findet man hier eine Skala, um die Farbe seines Urins einzuordnen. Ich befinde mich zum Glück in dem legitimen Bereich. Ach nee, scheiße, das ist die Safe Zone. Oh, ich bin dehydriert, verdammt. Wir sind jetzt 14.644 Kilometer von zu Hause weg. Das ist immer noch nicht weit genug. Ja, da stimme ich dazu, das passt nicht mal so auf die Karte. Junge, Junge, guck dir das an. Und man würde 122 Tage und 23 Stunden zu Fuß brauchen. Ja, los geht's. Zu laufe ich auf jeden Fall. Zu Auto und zu Zug berechne ich das gar nicht erst. Zu Auto und zu Zug. So, ich habe mir gerade eine Cola gekauft für 2,50 Euro. Und das hier als Wechselgeld bekommen 44.000 Rupien. Das ist einfach nur schön. Wir werden auf jeden Fall Millionäre sein. Jetzt geht's erstmal ins Hotel. Wir sind eingetroffen
Macht schon mal einen interessanten Eindruck auf jeden Fall. Und die Koffer werden getragen. Diese gruseligen Figuren, aber. Wir sind eingetroffen. Sieht rustikal, aber fein aus. Das Bett ist auf jeden Fall sehr angenehm. Naja, jetzt bin ich ja mal gespannt auf den Ausblick. Also der Ausblick ist schon mal sehr schön. Na, ui. Okay, es ist finster wie im Bärenarsch. Häuslich eingerichtet ist sich auf jeden Fall schon. Ich könnte ja wirklich eine Weile bleiben. Die Klimaanlage rattert auf jeden Fall auf Hochtouren. Hier draußen ist eine schwüle Wärme, das ist echt krass. Aber drin ist es schön kühl und angenehm. Nut, nut! Naja, hier sieht man wirklich nichts, das werdet ihr erst morgen zu Gesicht bekommen. Wir stürzen uns jetzt ins Nachtleben, ist ja immerhin Freitag. Endlich Millionär. Das macht dich wirklich geil. Der erste Supermarkt wird besucht. Diese Nudeln hier, die wecken unangenehme Erinnerungen. Übrigens, 15.000 Rupien sind 1 Euro. Und das sind 6.000 für eine Mahlzeit. Beste Shopping, guter Preis. Alles echt. Junge, Junge. Diese mageren Schweine hier, die zerren einen in den Laden rein. Sie wurde gerade einfach reingerissen. Wir wollen unbedingt, dass wir hier magere Fits erwerben. Grüße gehen raus in den mageren Barkeeper. Ja, alles Gucci, Bruder, alles Gucci. Nein, das ist kein Zoo, das ist ein Restaurant. Die gute Frau, die fängt jetzt hier gerade mein Abendessen. Ist das krank, Alter. 4 kleine Hummer. So, die Rechnung ist jetzt 751.039. Das ist einfach nur krank. Natürlich bezahlt die Frau, wie sie es gehört. Ich bin immerhin ein langzeitarbeitsloser Penner. Warum auch immer haben wir uns jetzt in diese dunklen Gassen verlaufen. Es ist äußerst gruselig. Und ich hoffe, dass wir nicht nur ausgeraubt, sondern auch ordentlich vergewaltigt werden. Von bierbäuchigen Einheimischen. Jawohl, wir haben uns jetzt auch noch dafür entschieden. Ist das geil. Hallo Frank. Vielen Mastdarm für die angenehme Reise. Es war wirklich sehr schön. Cola in unfassbar winzigen Flaschen. Grüße an Greta, fick dich einfach. Ach ja, und Hundekacke gibt's auch. Schön eingeschweißt, das schmeckt.
Es wird natürlich ein einheimisches Bier verkostet, und zwar das Bintang für 31.000 Rupien. No.